Es wird endlich mal wieder Zeit, auf diese Welt zurückzukehren. Vor Monaten gestartet auf einem einzelnen Block, hat sich hieraus ein riesiges XXL-Projekt entwickelt mit einer wunderschönen Insel, einer Menge Aufgaben und noch einer Menge zu tun. Deswegen lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, schreibt in die Kommentare, ob ihr euch genauso sehr freut wie ich über das Comeback der OneBlock-Serie. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser weiteren Episode. Soweit. Der lila gekleidete, grauhäutige Mann mit blauen Haaren möchte mal wieder auf seiner wunderschönen Insel weiterbauen, in der es eigentlich darum geht, den Kollegen dort hinten abzubauen und die Map durchzuspielen. Ich aber irgendwie mich umentschlossen habe und der Plan irgendwie in letzter Zeit so aussieht, dass ich eine... Irgendwie ist das mehr so ein Bauprojekt geworden, was macht ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Spaß. Denn das, was wir hier erschaffen haben, ist alles einzeln aus meiner Hand entstanden. Alles wurde gefarmt, mehr oder weniger durch diesen One-Block. Immer wieder, wenn wir neue Ressourcen bekommen haben und wir zum Beispiel einen neuen Setzling bekommen haben, kam ich auf die Idee, irgendwie hier noch ein weiteres Biom in die Welt reinzupacken. Und es macht in letzter Zeit ein bisschen süchtig, weswegen wir momentan an einem Stand sind, dass ist das, was wir aktuell machen. Ja, ihr seht die einzelnen Ringe. Und ja, es ist mal wieder so, dass wir den nächsten Ring vorbauen. Ja, da haben wir uns auf jeden Fall was sehr, sehr Großes vorgenommen und dementsprechend bin ich ready für den absoluten Grind. Deswegen habe ich auch gerade keine Sachen an, denn falls ich jetzt runterfallen sollte, naja, ist der Verlust jetzt nicht so groß. Bevor wir jetzt hier was machen, ich möchte ein Achievement schaffen. Denn natürlich geht es hier auch immer wieder um Achievements. Warte mal. Es geht darum, dass ich 64 von diesem Porkchop essen soll. Das heißt, ich muss ja gar nicht 64 unbedingt in meinem Inventar direkt haben, sondern es geht ja mehr darum, insgesamt einfach nach und nach einfach immer wieder... Gut, das heißt, goldene Karotten erstmal out und wir kümmern uns dann erstmal das Fleisch. Opa. Okay, ich glaube, wir sollten aber auf jeden Fall ein Stack hier rausbekommen. Dann lass uns auf jeden Fall erstmal darum kümmern, dass wir unseren Ring bauen. Jetzt hier, warte mal, wie muss das hier eigentlich wirklich connecten? Ist das dann so, ne? Ja, moin, es passt. 50% sind damit erledigt. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite einmal genauso machen. Okay, sehr, 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 sehr gut. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt unseren nächsten Ring, haben wir soweit fertig. Ich sag euch ehrlich, was wir da für eine Fläche jetzt füllen müssen mit Blöcken. Wow, ehrlich, wirklich, das ist also... Die Biome. Das ist jetzt erstmal die nächste Sache, um die wir uns kümmern wollen. Und zwar, das allererste, was wir brauchen für unser nächstes neues Biom, das ist das. Super, super simpel. Zwei Schneeblöcke, ein bisschen Holz. Ich überlege gerade, wo wir das am besten hinmachen. Machen wir uns eventuell den Schneemann hier oben in die Base? Und zwar, boah, ich sag euch ehrlich, wir packen den Kollegen jetzt einfach mal hier mit rein. Und zwar, Mr. Snowman wird... hier zum Leben erschaffen. Er guckt mich ein bisschen so an, als ob er nicht ganz weiß, was er hier soll. Hey, 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 was ist mit dir los? Stopp, hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Wir wollen als eines der ersten Biome in unseren neuen Vierteln, wollen wir ein Snowy Plains machen, ein Schneebiom. Machen wir Schneeblöcke hin? Ja, Leute, im Real Talk, Schneeblöcke ist das Einfachste. Weil ich habe überlegt, eventuell machen wir Grasblöcke und legen dann so Snow Layer dorthin. Damit wir noch so ein bisschen Unterschiede dann am Start haben. So ein bisschen in der Höhe variieren können. Aber das sind so Details, die wir am Ende machen können. Erstmal würde ich die gesamte Fläche nur voll machen mit Schneeblöcken. Also jeden Grasblock oder jeden Dirtblock, den ich mir erspare zu farmen, ist angenehm. So, die ersten Blöcke... für unser Biom werden gecraftet und okay, ihr seht selber, ne? Also das läuft. Schneeblöcke, ich glaube, das wird kein Problem. Ich realisiere jetzt auch wieder, allein nur diese ganzen Blöcke zu platzieren, wird so viel Arbeit sein. Hey, Wandering Trader! Oh, Fern, das gefällt mir. Das brauchen wir. Boss, 12 Stück. Damit können wir unsere Tiger noch ein bisschen besser verzieren. Weil die Teile hast du halt wirklich in diesem Biom. Wow! Und so langsam würde ich sagen, füllt sich ja auf jeden Fall das nächste und aktuell dann auch größte Biom
Snowy Plains. Ich bin auch gespannt. Wir müssen hier unbedingt an sich ein Iglo auch noch reinbringen. Das war so oder so der Plan. Ich denke, so viel Schnee werden wir hier nicht mehr für Snowy Plains brauchen. Und ich glaube an der Stelle, es wird euch wahrscheinlich jetzt im YouTube-Video schon aufgefallen sein. Es sieht ein bisschen anders aus. Liegt daran, der Anfang dieser Folge ist vor 2 Monaten entstanden. Wir sind jetzt hier 2 Monate später im Dezember. Der Anfang, der ist noch aus dem Oktober. Das ist nämlich alles noch vor Craftech passiert. Ich kam einfach nicht in den letzten Wochen dazu, One Block weiter aufzunehmen. Ist euch ja auch eh aufgefallen. Ihr habt sehr viele Fragen immer wieder gestellt. Wo bleibt One Block? Wo bleibt One Block? Ich habe es nicht hinbekommen, das Projekt war dementsprechend, sag ich mal, so lange ein bisschen auf Eis oder besser gesagt auf Schnee gelegt. Aber jetzt geht es endlich mal wieder weiter, denn ich habe jetzt momentan ein bisschen mehr Zeit. Craftech ist, sag ich mal, nicht mehr so, dass wir das da 10 Stunden am Tag grinden und ich mir jetzt eben auch wieder voll und ganz die Zeit nehmen kann für solche Projekte, für halt wieder die richtigen Main-Channel-Aufnahmen. Und ich freue mich sehr, denn wir haben hier was sehr, sehr Großes angefangen und das soll natürlich auch verdienterweise diese Aufmerksamkeit bekommen. Dementsprechend, ja, also das hier muss auf jeden Fall jetzt mal voll gemacht werden, das Snowy Plains. Und ich habe auch noch sehr, sehr coole Ideen für die 3 anderen großen Ringe, für die großen Biome. Dementsprechend, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das alles am Ende gut aussehen wird. Aber ja, ihr könnt mir vertrauen, es wird am Ende sehr gut aussehen. Plus haben wir auch noch immer hier eine Menge Achievements zu erledigen, die ich auch erledigen möchte. Aber ihr wisst ja selber in diesem Projekt, die Ästhetik ist eben auch immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich sage euch ehrlich, das ganze Snowy Plains Projekt geht auch so gut auf, weil wir zum Glück unseren Schneemann haben. Ich bin so happy darüber, dass wir nun endlich Quelle haben, weil, also das hier, entspannter kannst du an Baumaterialien nicht rankommen. Wenn ich das vergleiche, wie wir Dirt ranholen müssen und wir brauchen für diese Folge auch noch eine Menge Dirt, ist das Luxus. Der Boden geht, also ich sag euch ehrlich, der Boden hier, das ging jetzt wirklich gut schnell vom Tempo, aber man darf auch eine Sache nicht vergessen. Schnee ist im Vergleich zu Dirt und hier wird ja der Zauberwald entstehen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, also Dark Oak Forest. Dafür Dirt zu farmen, wird nochmal weitaus unangenehmer und auch länger dauern. Aber kriegen wir schon hin. Und wir haben eine Menge Schnee platziert für unser Snowy Plains Biom. Es sieht aus, als würde hier eine Textur fehlen, aber tut es nicht. Es ist tatsächlich einfach Schnee, auf dem wir uns befinden. Und logischerweise ist das jetzt hier noch nicht so beendet in der Art und Weise. Aber die Grundstruktur, die Grundebene ist verlegt. Wir haben Schnee. Und Sachen wie ein zugefrorener Fluss, Iglo und so manche weitere Sache werden dort auf jeden Fall folgen. Sache, die ich jetzt als nächstes angehen würde, ist schon fast, weil ich mich davor, also ich weiß, dass ich davor mich ein bisschen drücken werde. Wir müssen uns vielleicht, also gefühlt müssten wir uns was irgendwie überlegen, schneller oder besser an Dirt ranzukommen. Wobei unsere Moos-Taktik gar nicht mal so verkehrt ist, aber es zieht sich halt. Nicht, dass unser Snowy Plains Biom jetzt fertig ist, aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, mit diesen Setzlingen endlich wird das nächste Biom auch dort hinterm Crimson Forest angegangen, denn er ist endlich an der Reihe. Der gute Dark Oak Forest, auch halt von mir sehr oft Zauberwald genannt, für den brauchen wir in der Basis, während wir hier noch Schneeblöcke gebraucht haben. Jetzt brauchen wir hier Dirt. Ihr habt gesehen, es hat eine Weile gedauert, den Schnee ranzubekommen und überall zu platzieren. Was das jetzt wiederum mit Dirt für eine Aktion werden soll, wie das stackweise so viel Dirt ranzuholen, wird auf jeden Fall auch nochmal eine Aktion, die wir nebenbei starten müssen. Wir haben es ja eigentlich immer sehr gut hinbekommen mit Moos. Probably, ja, eigentlich müssen wir es halt auf jeden Fall wieder so machen. Ihr seht selber, wir haben jetzt fleißig Dirt gefarmt. Das werden wir jetzt fleißig, wie wir sind, auch direkt mal platzieren und uns an die Arbeit machen. Also, fleißig Dirt platzieren. Das wird hier auf dieser Ebene nochmal eine größere Aktion. Aber das wird am Ende, kann ich auch wirklich jetzt sagen, das wird hier ein Zauberwald. Das wird mit den großen Dark Oak Trees und den Pilzen dazwischen. Das wird am Ende richtig, richtig gut aussehen. Vor allem, weil jetzt das Biom hier neben halt ein bisschen flacher sein wird, keine Bäume. Hat das, glaube ich, am Ende eine geile Wirkung. Und ja, es geht jetzt aktuell erstmal darum, dass wir ja den Boden platzieren. Also das hier ist nicht fertig. Ich will das immer nur wieder erwähnen, bevor Leute sagen, das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Und mit dem Dirt, den wir jetzt platzieren, grinden wir weiter für das große Achievement, 10.000 Dirtblöcke insgesamt platziert zu haben. Ich würde fast schon sagen, eines der schwierigsten. Also ich habe, wenn es euch interessiert hat, tatsächlich den absoluten Überblick verloren über die Anzahl von Blöcken, die wir hier so platziert haben. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Oh mein Gott! Ich habe es gerade eben noch angesprochen. Wir haben gerade Dirtblock Nummer 10.000 platziert. Ich habe es gespürt. Ich habe es gefühlt. Ich bin mit dieser Welt eins. Und wir haben die letzte Dirt-Challenge damit erfolgreich absolviert. Es kommt keine neue. Ein bisschen Angst davor hatte ich, dass hier die 100.000 kommt. Aber wenn das passiert wäre, Hilfe. Hey, wie geil. Ja, dann kann mir ja auch keiner hier einen Vorwurf machen, dass ich die Achievements vernachlässige. Und nochmal eine andere Sache, die wir machen sollten, ist direkt auch nochmal Gras platzieren, damit sich das auch schon weiter ausprägen kann.
Das hier ist das Resultat unserer ersten Dirt-Ladung. Ich sage euch ehrlich, das ist... Ich würde fast sagen, das sind hier 40-45%. Das ist ehrlich okay. Voll in Ordnung. Also das andere Viertel, das kriegen wir auf jeden Fall auch nochmal solide schnell. Das kriegen wir solide schnell auch hingebaut. So, dann machen wir wieder diese Startfläche. Das ist halt immer ein bisschen anstrengend mit den Glow Squids hier. Hilfe, Mann. Und ja, wir stacken jetzt erstmal eine Menge Moos. Einfach, um das dann am Ende wieder umzuwandeln zu den Trees. Und dann bekommen wir so am Ende unser Dirt. Ich glaube, die meisten wissen eh schon, wie wir das halt immer wieder machen. Es ist halt gefühlt die beste Methode, um halt wirklich sehr viel Dirt in kurzer Zeit ranzuholen. Schnappen wir uns jetzt auch erstmal das gesamte Dirt und platzieren damit fleißig. Boah, guckt euch das mal hier an. Schön, wie das Gras auch schon gewachsen ist. Weil wir eben halt auch immer wieder lange Wartezeiten haben. Ich glaube, die schlauste Herangehensweise ist erstmal hier den Rand zu platzieren. Und der nächste Teil, ein weiteres Viertel, ist damit vollkommen zugebaut. Mit Dirt. Sehr, 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 sehr gut. Das gefällt mir. Ich glaube, wir können dann auch schon so langsam mit dem Mini-Terraforming beginnen. Wir haben jetzt noch ein bisschen, ja, ein bisschen was übrig. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein bisschen mehr. Wir werden einerseits beim Snowy Plains auch noch mal ein bisschen Dirtfläche mal wieder platzieren. Aber eben auch natürlich im Dark Oak Forest. Beide Biome sind aber trotzdem eher flache Biome. Das heißt, da werden jetzt keine riesigen Berge oder sonst was entstehen. Aber so ein bisschen kann man da schon mal andeuten. Ja, dafür brauchen wir aber jetzt noch ein bisschen, also wir haben ja leider kein Eis. Und Eis würden wir brauchen für Fluss- oder Seelandschaften im Snowy Plains. Ja, das haben wir nicht. Aber was wir haben, ist nicht wirklich was anderes, was wir machen. Na, wobei. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne mit blauen bzw. hellblauen Glas dann arbeiten. Ich glaube, da was ganz Cooles zaubern. Einzige Problem ist, blauer Farbstoff. Weißen Farbstoff haben wir auch. Daraus machen wir blaue Farbe. Blaue Farbe allein ist aber jetzt nicht der Way to go. Wir brauchen hellblau. Das wird, glaube ich, gut aussehen. Also, das blaue, hellblaue Glas, Eisglas, wird jetzt erstmal nicht das Problem sein. Denke mal, ich würde es eigentlich ganz gerne so machen. Boah, schwierig. Wie machen wir das? Ich würde es einfach mal hier, würde ich einen Fluss reinpacken, der sich halt so ein bisschen entlang hangelt, der minimal ein bisschen tiefer hat. Und wie baut man halt genau einen Fluss halt? Also so, ja, obvious, das geht halt so ein bisschen in die Tiefe. Ja, mehr ist es ja eigentlich nicht, ne? Es müsste halt eigentlich jetzt nur hier in der Mitte ausgehoben werden. Dann ist da halt Glas drunter. Unter dem Glas müssten wir halt irgendwie so, also die Glasschicht müsste so zwei Blöcke dick sein und so. Also ich würde sagen, es ist schon ein ziemlich langer, großer Fluss, den wir hier bauen. Aber da wir halt sonst nicht so viel haben in dem Biom, ist das, glaube ich, schon wichtig, dass man einen stabilen Fluss hier macht. Und ich gehe jetzt schon davon aus, dass das eigentlich, ja, das sieht schon ein bisschen nach Eis aus. Nur trotzdem kann man da halt durchsehen. Das ist halt die Frage. Wie man das jetzt am schlausten macht. Ja, und jetzt wäre halt der Plan auf jeden Fall, also an der äußeren Linie Glasblöcke hier zu platzieren. Aber aktuell mit ja, meinem Glas-Texture-Pack sieht das sogar ein bisschen mehr nach, ja, nach nichts aus, als dass hier Eis ist. Also mein Plan ist eigentlich, dann halt hier nochmal einen Block runter zu gehen und dass das dann halt dann der tiefste Punkt ist. Ja, also hier drunter müssen auf jeden Fall Blöcke kommen, damit das halt auf jeden Fall, also es sieht nicht super stark nach jetzt einem zugefrorenen Fluss aus, ja, aber es soll das Ganze auch nur andeuten. So, also unser wunderbar gefrorener Fluss, der steht. Der gefällt mir halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Könnte man rein theoretisch noch, hätte man vielleicht breiter bauen können, aber das ist schon voll okay so. Was ich jetzt eigentlich noch machen möchte, hier generell in dem Gebiet, ist logischerweise nochmal mit Schnee auf Grasblöcken, damit es so weiße Grasblöcke werden. Ich glaube, das wird nochmal sehr geil aussehen. Ja, nochmal so kleine Erhöhungen zu bauen, also minimal. Dass man jetzt einfach, also wirklich, wirklich freestyle. Kleine Hügel, damit man auf jeden Fall noch ein bisschen Höhe, damit man hier ein bisschen Variation hat, fände ich schon sehr, sehr wichtig. Und auf jeden Fall hier müsste auf jeden Fall auch nochmal so eine Erhöhung kommen. Generell Erhöhungen müssen auch logischerweise hier immer wieder kommen. Boah, das wird geil. Ich finde, der Fluss jetzt hier von oben gesehen, das sieht, das ist eine gute Größe. Also es ist auch ein super Kontrast, dass wir da weiß bauen. Das wird sehr, sehr, sehr gut noch weiter. So, Gras soll ich hier ausbreiten. Damit wir da schön Schnee dann eben draufpacken können. Damit das Ganze hier nochmal ein bisschen mehr Tiefe bekommt und stuff. Denn wenn wir da Schnee layer draufpacken, dann wird die Textur auch nochmal sehr, sehr, sehr schön. Ey, oh mein Gott, endlich! Natürlich, es gibt ja auch
wir haben ja auch nur noch eins übrig. Meat is the deal. Wir haben 64 Cooked Pork Chop gegessen. Boah, das war aber auch eine Aktion mit diesem Achievement. Aber natürlich, wir kümmern uns in diesem Projekt auch um die Achievements. Wir lassen die nicht nur links liegen. Wir sind fleißig dabei, uns immer wieder darum zu kümmern. Und das sehr, sehr, sehr erfolgreich. Dann kann das auch mal hier weggelegt werden. In die Essenskiste und wir können uns endlich mal wieder das stabile Essen schnappen. In dem Fall goldene Karotten. So, mit dem Dirt, was wir jetzt halt aktuell noch haben, gucken wir, dass wir jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen mehr terraformen. Wobei man hier von aber von auf jeden Fall anderem Terraforming sprechen muss. Ich werde jetzt hier ab und zu mal so eine erhöhte Ebene oder so machen. Maximal 2 Blöcke nach oben, aber viel mehr nicht. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich sehe nicht so wirklich den krassen Grund, weswegen ich das hier so heftig erhöhen sollte. Ich glaube, ich werde innerhalb dieser Fläche nochmal ein bisschen in die Höhe gehen. Aber so viel jetzt auch nicht. Alright, und hier kommen jetzt einfach die wunderbaren Dark Oak Bäume hin. Wir sollten nicht zu viele Pilze dazwischen einarbeiten, aber die Dark Oak Bäume sind an sich schon sehr, sehr dicht immer. Also die ergeben zusammen ja wirklich eine richtige Decke an Blättern, auf denen du richtig langlaufen kannst. Und dann dazwischen immer wieder auch mal so einen Pilz. Ja, aber wie gesagt, also es wird hier halt wirklich sehr, sehr, sehr eng. Sind die denn hinten immer so merkwürdig teilweise? Aber ich glaube, ihr seht auch, mit wie viel Detailarbeit das verbunden ist, hier einen stabilen Dark Oak Forest reinzuballern. Warum sehen meine Bäume so merkwürdig aus? Das sieht aus, als ob der Baum einen Klimmzug macht. Oder sich gerade eine Perücke aufsetzt. Man sieht auf jeden Fall, dass der Wald halt sehr, sehr dicht ist. Wie gesagt, man muss am Ende eigentlich auf den Blättern richtig zusammengebunden laufen können. Aber ja, dann nochmal halt mit Gras auf dem Boden. Das wird schon gut aussehen. Damit ihr ganz kurz versteht, warum ist da jetzt so ein hässlicher Grashaufen? Was soll das? Das sieht nicht gut aus. Das sollen Snowy Plains sein. Attention, Attention. Basti hat eine Idee. Und zwar, sobald du hier einen Snow Layer draufpackst, dann sieht das noch mehr nach einem Snowy Plains aus. Ihr versteht, was ich meine. Weil eigentlich ist das der Block, aus dem der gesamte Boden besteht. Aber ist halt jetzt hier egal, weil wozu jetzt den extra Aufwand betreiben? Also wozu jetzt diesen extra Aufwand betreiben? Weil der Schnee sieht ja halt von oben genauso jetzt aus, wie die Schneeblöcke. Aber das sieht jetzt halt eben von der Seite unfassbar cool aus, wenn das jetzt komplett damit voll ist. Dann hier noch ein Iglo einarbeiten, ab und zu noch ein bisschen mehr Dirt einarbeiten. Finde ich halt geil. So, ja, ab und zu können wir schon mal nochmal so einen zweiten Layer hier drauf packen, finde ich auch cool. Ja, generell könnte man, also man könnte natürlich hier auch auf der Fläche so mehr Tiefe erzeugen, was eigentlich auch gar nicht verkehrt ist. Ich glaube, ich sollte die ein oder andere Tanne hier auch einfach mal platzieren. Das Entspannte ist, das Iglo, was wir jetzt hier bauen werden, ist auch von, also von der Größe als Struktur eines der, also wirklich entspanntesten. Ich glaube, da brauchst du halt echt super wenig Blöcke. Und auch, halt for real, keine Sorge, ich baue wirklich ganz wenig Tannen. Also ab und zu mal so eine einzelne, so hier. Oder auch zum Beispiel mal hier eine Tanne. So, dass es einfach nur ein kleines, süßes Detail ist. Und genau auf diese Tannen muss dann halt auf jeden Fall auch nochmal Schnee kommen. Das ist jetzt auch nochmal super wichtig, dass die ganzen Tannen auch komplett zugeschneit sind. Dadurch sieht das Ganze noch besser verschneit, idyllisch aus. Wir sollten auf jeden Fall halt immer wieder auch ein bisschen so Schnee, jetzt auch hier so ein bisschen am Flussrand und so, das ist eigentlich, glaube ich, ganz cool. Und ja, dort hinten müssten wir eigentlich auch nochmal so eine kleine bergige Landschaft aufziehen. Ich glaube, das sieht am Ende auch schon cool aus. Wir müssen das mit dem Gras jetzt mal hier in Ruhe rüberwachsen lassen. In der Zwischenzeit können wir nochmal rübergehen zum Dark Oak und können uns mal darum kümmern. Wir müssen nämlich noch mehr Setzlinge ranholen. Hier habe ich schon so langsam die Dichte und den Vibe schon angefangen hinzubekommen, wie ich mir das vorstelle im Dark Oak. Aber hier besteht, also hier wartet halt wirklich noch eine große Sache auf uns. Ich finde, das macht so viel aus, wenn es von der Seite einfach so schneeig ist. Ne? Das ist halt ein Traum. So, jetzt immer wieder nochmal ein paar Schneelayer hier so random platzieren, auch wenn es in dem normalen Biom halt so nicht aussieht, ja. Aber ich finde, das macht nochmal einen gewissen Vibe und gibt noch mehr Höhe, Tiefe und ist dadurch insgesamt schön. Die Winterlandschaft hat dadurch jetzt erstmal, finde ich, schon mal auf jeden Fall einen sehr angenehmen Touch. Und es kommt auch zur nächsten Struktur. Und zwar machen wir, also ist an sich eigentlich ein Selbstläufer, wir bauen nämlich hier
selbstverständlich ein Iglo. Ist mehr oder weniger eigentlich eine Einladung, das auf jeden Fall hier zu machen. Ist nämlich schön einfach, schnell gebaut. So, so sieht nämlich das typische Minecraft-Iglo aus. Hier haben wir noch normalerweise Glas, also in dem Fall Eis, und die Größe, die passt. Genau so ist es richtig. Geil, Traum. So, das Bett kommt hier an die linke Seite. Hier ist Eis. So, dann Crafting Table, Redstone-Fackel, der Ofen. Hier haben wir drei graue Carpets und der Rest ist voll. Normalerweise wäre halt hier jetzt die Trapdoor. Ist sie jetzt halt nicht. Gönnt halt nicht. Ja, also sehr, sehr nice. Damit haben wir eine weitere Struktur, auch wenn sie simpel ist, hier einmal wieder in die Welt gesetzt. I like. So, hier platzieren wir wieder weiter Schnee. Boah, ich weiß nicht, wie ich diese einzelnen Flächen so finden soll. So, das muss ich noch weiter übertragen, aber so langsam nimmt das Snowy Plains eben auch Form an. Ich finde gerade die Erhöhungen der Berglandschaften, also dieser kleinen Flächen, finde, dass das halt wirklich was macht. Und ja, hat schon insgesamt eine ganz angenehme Wirkung. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan hiervon bin, von den random Schneesachen. Ich glaube, die müssen erstmal wieder weichen. Okay, sehr gut. Wir arbeiten jetzt richtig parallel an den beiden Sachen mal wieder weiter. Ich glaube, vereinzelt könnten wir halt immer noch mal wie so ein paar Grasbüschel oder so. Wobei, weiß auch nicht genau. Aber ja, also ein Snowy Plains ist eben auch ein Biom, das ein bisschen eintönig aussieht. Ich glaube aber, ab und zu hat man wirklich auch Gras. Noch mehr Bäume als Akzent. Ja, genau. Also ich würde schon aktuell sagen, auch gerade von oben kommt der Fluss echt gut. Das sieht halt richtig gut aus, die Fläche. Die wird auch gut aussehen. Die hat eigentlich auch eine super Form. Also Terraforming-mäßig habe ich das echt gut einfach mal so hingemacht. Da muss noch ein Baum hin, da noch eine Tanne, da eine Tanne, da eine Tanne. Nochmal so 3, 4 Tannen, da vielleicht eine 5. Dann nochmal ab und zu ein bisschen Gras oder so, dann ist das ein super Biom. Finde ich geil. Hier zwischen ist wieder so ein kleines Tal. Mittlerweile sind die Viertel echt groß, ja. Man muss hier schon eine Menge rein investieren. Aber ich glaube, mit diesen Flächen sieht das ehrlich nochmal sehr, sehr, sehr gut aus. Logischerweise werden die jetzt nochmal ein bisschen höher gehen, aber ja, immer so 2, 3 Blöcke. Das heißt, also es geht jetzt hier nochmal, der Ring wird immer nochmal so doppelten Block breit. Dann haben wir ungefähr dasselbe System bei jedem Getraformten nochmal. So, dann lassen wir das ganze Gras nochmal weiter drauf wachsen. Dann wird sich auf jeden Fall nochmal fleißig darum gekümmert, mehr Pilze, die Bäume und so weiter noch drauf wachsen zu lassen. Sehr, sehr, sehr geil. Wir machen gute, wirklich stabile Fortschritte. So, dann hauen wir nochmal die ein oder andere Tanne hier rein, weil natürlich sieht das hier noch aktuell ein bisschen boring aus. Ein bisschen Akzent durchsetzen. Ja, das sind auch schöne. Da machen wir auch direkt Schnee drauf, der hier drauf geschneit ist. Okay, dann können wir jetzt auch mal langsam wieder loslegen mit dem Platzieren der Bäume. Dazu brauchen wir aber nochmal ganz kurz ein bisschen Myzel. Und dann füllt sich das Biom jetzt hier auch mal weiter. Es geht gut stabil voran. Also wie gesagt, die müssen auch immer wieder eng wachsen. Und ich muss mir auch nochmal ab und zu ein bisschen normale Oak-Setzlinge holen. Denn es ist auch ab und zu neben den Dark-Oak-Eichen eine normale Eiche so untergejubelt. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, wenn die Bäume so teilweise halt sehr krass da reingehen. Aber es gibt dann doch schon wieder den Vibe eines Zauberwalds. Boah, das Schneegebiet da außen macht ja mal sowas von was her. Nochmal so ein weißes Gebiet zu haben, das passt halt so geil in den Ring. Und auch dieser dichte Zauberwald mit den Pilzen so ab und zu dazwischen, richtig, richtig nice. Ja, aber das lässt sich doch absolut anbieten. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr. Ja, also falls euch wundert, ich möchte kein Holz oder so farmen und das ist jetzt auch gar nicht der Part, an dem ich das Ganze hier so weiterbaue. Es geht hier darum, dass wir die Blätter despawnen lassen müssen, um noch mehr Setzlinge am Ende zu bekommen. Denke mal, wenn wir nochmal so einen Stack oder so haben. Ah, wobei, wir werden mehr als einen Stack brauchen. Ist einerseits ganz praktisch, weil wir dadurch halt unfassbar viel Holz haben, aber wir haben mittlerweile so viel Holz, dass ich damit echt nichts anfangen kann. I don't know. Der Plan ist jetzt ganz simpel. Wir werden jetzt hier weiter halt eben die großen Dark Oak Bäume platzieren, wachsen lassen und hoffentlich, ja. Man muss immer wieder hier dazu sagen, dass so ein Zauberwald sehr, sehr, sehr dicht bewachsen ist. Also das heißt, man könnte rein theoretisch auf der Decke dieser gesamten Blätter laufen.
Kennt ihr vielleicht auch noch, wenn ihr selber manchmal durch so einen Zauberwald oder so travelt, dass man halt so dicht aneinander diese ganzen Bäume hat. Und dann halt eben am besten da oben drauf langläuft und nicht mal unten, weil unten so viele Monster drauf warten, weil es so dunkel ist. So, wir haben unseren Zauberwald mittlerweile auf einem echt sehr, sehr guten Level. Was mir auf jeden Fall gefällt, hier vorne ist mir das noch ein bisschen kalt. Ich glaube, wir müssen den großen Test mal machen. Ich sag immer wieder, wenn du halt auf den Bäumen richtig laufen kannst, dann ist das halt ein realistischer, stabiler Zauberwald und du kannst hier halt wirklich gut drauf laufen. Ich würde sagen, auch die Anzahl der Pilze ist echt auch gut getroffen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, es ist jetzt halt nochmal wichtig, dass wir jetzt hier ab und zu nochmal so Gras reinpacken. Oh, hier bekommen wir diese Blume her, weil es hier ein Sumpf ist. Das ist nice. Nicht zu dicht bewachsen. Ich glaube, das macht auch nochmal eine Menge aus. Also, ihr könnt es auch nochmal ganz kurz von oben sehen. Ihr seht, ich finde, der Zauberwald ist perfekt geworden. Ich mag das Snowy Plains und ich mag auf jeden Fall den Zauberwald. Beide Biome im äußersten Ring unfassbar gut geworden. Ich finde, gerade beim Snowy Plains sieht man eine super gute... Also, das haben wir voll gut gemacht mit dem Terraforming. Das war sehr, sehr, sehr geil. Und das ist erstmal sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben an sich noch zwei weitere Biome in den äußeren Ringen offen. Um die werden wir uns natürlich auch noch kümmern. Dann müssen wir auch noch ein paar andere Sachen vorbereiten. Aber bevor wir über Vorbereitung und hin und her reden, wir müssen uns auch ernsthaft, Leute, mal wieder darum kümmern, ein bisschen anderen Stuff zu machen. Wir haben ja während des gesamten Baus in dieser Folge auch immer wieder erfolgreich Sachen hinbekommen, wie unser Achievement mit den 64 Cooked Pork Chop. Das haben wir easy hinbekommen. Wir haben die 10.000 Dirtblöcke mittlerweile platziert, was auch unfassbar gut ist. Es gibt aber noch eine Menge weiterer Achievements, die ich immer so ein bisschen vor mir hinschiebe, aber tatsächlich auch mal angegangen werden müssen. Und zwar sowas Simples wie ein Kuchen backen. Wir brauchen Weizen, kein Problem. Wir brauchen Eier, kein Problem. Und wir brauchen Milch. 3 Milcheimer. Das bedeutet, ich habe die Befürchtung, tiermäßig haben wir Katzen, ein Hühnchen, Schweine haben wir und Pferde. Haben wir keine Kuh? Okay, das bedeutet, wir müssen es irgendwie hinbekommen, Kühe zu bekommen. Kühe spawnen hier momentan nicht, weil wir die maximale Anzahl an Tieren auf dieser Insel haben. Das heißt, wir müssten halt... Natürlich! Sie ist doch seit Anfang des Projektes gefühlt dort! Oh, natürlich! Ich hätte dich fast vergessen. Natürlich haben wir diese Kuh. Die ist da wirklich halt, weiß ich nicht, seit wie vielen Folgen... die da oben chillt. Das heißt, no problemo. Wir brauchen Weizen und wir brauchen 2 Zucker. Und das ist das kleine 1x1 des Minecraft-Spielers, zu wissen, wie man den Kollegen craftet. Der Kuchen erledigt. Happy Birthday. Wow, das ist schön. Wo kommt der hin? Der muss eigentlich einen Special Spot bekommen. Und eigentlich muss das hier auch mal... Das kann hier auch nicht Ewigkeiten rumstehen. Unseren Müll, den müssen wir mal wegräumen. Happy Birthday für unseren Kumpel, den Enderman. Alles Gute. Also, und da sieht man mal, es kann in diesem Projekt auch zügig vorangehen. Genauso mit 64 Dried Kelp. Ich brauche Kelp. Haben wir in diesem Projekt jemals Kelp irgendwie herbekommen? Kelp. Wir haben Kelp! Ich habe... keine Erinnerung mehr. Haben wir das von einem Wandering Trader bekommen? Okay. Na, dann gibt's mal wieder die Kartoffelentzugskur. Und wir werden uns halt nur noch von Kelp ernähren. Oh Gott, ich freue mich drauf. Was wir jetzt machen müssen, ist dann dieses Kelp vermehren. Natürlich mit Bone Meal. Und wir brauchen Blöcke, mit denen wir eine kleine Konstruktion bauen können. So, Attention. Und was wir jetzt machen, ist... eine höchst professionell gebaute Kelp-Vermehrungsanlage. Denn wir lassen einmal Wasser runter, platzieren hier einmal ein Kelp. Bup. Und dann wird das Ganze einmal gebohmelt. Einmal abbauen. Wieder bohmeln. Sicherheitshalber noch ein bisschen mehr mitnehmen. Wobei, solange wir über einen Stack haben, ist alles gut. Denn den Stack, den werden wir essen. So, und unser leckeres Essen für die nächsten... Ja, ich sag ehrlich, ich glaube, es wird gar nicht so lange dauern, bis wir das alles verbraucht haben. Weil Dried Kelp... jetzt auch nicht unbedingt die beste Saturation hat. Aber immer wieder eine faszinierende Sache an diesem Essen. Du isst es schneller als alles andere. Es gibt kein Essen, das, glaube ich, gefühlt genauso schnell gegessen wird wie Dried Kelp. Weil, achtet mal drauf, diese 2 habe ich schneller aufgegessen als beispielsweise 2 gebratene Kartoffeln. Was sind denn so die nächsten Sachen, nach denen wir Ausschau halten könnten? Einen Gas töten. Ich habe noch nicht einen einzigen Gas gesehen, das stimmt. Ich habe wirklich noch keinen gesehen. Und wenn ich diesen Block hier darunter sehe, 100 Endstone-Blöcke. Also entweder gibt es irgendwas, was ich verpasst habe. Nee.
Achso, oh mein Gott, ich dachte gerade, Bro, ich dachte gerade, ich kann schon irgendwie Endstone haben. Nee. Nee, es gibt ein Crafting-Rezept für Endstone. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Können wir das denn schon auch machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Sandstein um ein Enderauge. Ja, wo kriege ich jetzt Enderperlen her? Blazes? Habe ich noch Blazes? Boah, Leute, hoffentlich habe ich noch genügend Blaze Rods. Ja, müssen wir vielleicht nochmal in die Farm gehen. Ja, und Enderperlen ist ja auch eigentlich jetzt kein Problem. Wir haben Erinnerung. Moment mal. Mir fällt gerade was auf. Damit könnten wir doch als Biom einen End bauen. Wir können einen End bauen. Mit Obsidian Tower. Mit so einem Obsidian Tower. Juhu. Hä, wie cool. Das würde ultra geil aussehen. Das würde ultra, ultra geil aussehen. Aber es ist unfassbar teuer. Ja, okay. Ich kriege aus 8 Sand, Steinen und einem Enderauge 4 Endstone. Okay, das ist unfassbar teuer, weil Sand ist auch nochmal Dirt und Cleanstone. Und Obsidian ist ein Wassereimer, Eisen haben wir unendlich und einen Magma-Block. Und einen Magma-Block haben wir mit Cobblestone und einem Feuerzeug, technisch gesehen. Also Cobblestone haben wir auch unendlich, Eisen haben wir unendlich. Dann brauchen wir aber einen Flint. Und für Flint brauchen wir Gravel. Und Gravel ist wieder Cobblestone und... Oh mein Gott, das ist so viel. Vielleicht als ganzen Kreis zum Schluss wäre ein Grind halt nochmal einen Kreis hinter zu bauen und so. Es würde schon krass aussehen, ja. Aber für ein Viertel aktuell brauchen wir, glaube ich, so 30 oder 40 Stacks. Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie kriegen wir mehr Enderman? Haben wir vielleicht die Möglichkeit, im Nether doch noch andere Biome zu finden? Ich meine, wenn wir halt rein theoretisch einen Warp Forest finden oder locaten könnten, wäre das halt schon krass. Aber momentan, nee. Nee. Moment mal. Das kann mir jetzt nicht in Folge 9. Das kann mir nicht in Folge 9 auffallen, dass wir hier Crimson Forest Partikel haben und dort drüben offensichtlich die Partikel eines anderen Bioms, und zwar Asche aus einem Basalt-Delta. Mir fällt jetzt das allererste Mal auf, dass wir unterschiedliche Biome haben. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ja, dann heißt das vermutlich, dass es hier irgendwo auch nochmal andere Biome geben könnte. Gut, dann hat sich das eventuell auch erklärt. Dann könnten wir halt auch eine geile Enderman-Farm bauen. Das würde dann auf jeden Fall die Produktion von Endstones auch nochmal unfassbar in die Höhe steigern. So, erstmal kurz mal voll essen. Selbst die Partikel vom Essen sehen so schrecklich aus. Okay, also wir halten auf jeden Fall fest, wir müssen uns darum mal kümmern. Wir müssen halt auch, also ja, wir müssen im Nether sowieso noch krasse Sachen machen. Also ein Gas töten, einen Enderman in jeder Dimension noch töten. Also ich sag euch ehrlich, diese ganzen Achievements, eigentlich sind die echt sehr, sehr schnell. Also eigentlich kannst du sehr schnell alles fertig bekommen. Ach, ich bin insgesamt echt sehr, sehr, sehr zufrieden mit dieser Folge. Und ihr merkt, dass wir auf jeden Fall krasse Sachen haben, die wir uns auf jeden Fall vornehmen sollten. Was jetzt auf jeden Fall auch nochmal den Nether angeht und auch das Mysteriöse mit dem End. Das wird echt geil. Leute, wir sollten es gleich haben. Wir sind ja absolute Achievement Kings mittlerweile. Oh, nur noch ein einziges Kelp. Dried Kelp muss gegessen werden. Und jetzt, El Grande Finale. Sushi! Challenge complete. Ein weiteres Achievement wurde damit bewältigt. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich habe es wirklich vermisst. Es kam zu lange keine Folge von diesem wunderbaren Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch immer noch über Folgen zu diesem Projekt und habt das Ganze nicht vergessen. Lasst, wenn es euch gefallen hat, unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Folgen, keine Videos generell mehr zu verpassen. Schaut auf WhatsApp gerne vorbei. Sucht gerne nach Aktuelles, also wenn ihr einmal bei WhatsApp nach rechts swipet und dann sucht mal nach BastiGRG. Dort findet ihr meine WhatsApp-Gruppe, also mein WhatsApp-Kanal heißt es wirklich. Und wir sehen uns im nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.